Hallo und herzlich willkommen zum 21. Spieltag der OHAG-Liga. Und auch heute wieder so ein Unboxing wie letztes Mal, nämlich drei Match-Tags-Booster für die erste Halbzeit und für die zweite Halbzeit drei Bundesliga-Sticker-Päckchen. Und wir gehen die Partien des 21. Spieltags der Reihe nach. Da haben wir zuerst Mainz gegen Leverkusen, Dortmund gegen Hoffenheim, Leipzig gegen Frankfurt, Gladbach gegen Hertha, Hannover gegen Nürnberg, Freiburg gegen Wolfsburg, Bayern gegen Schalke, Bremen gegen Augsburg und Düsseldorf gegen Stuttgart. Düsseldorf 16., Stuttgart 17. Also das könnte ein spannendes Duell werden in der OHAG-Liga. Und somit würde ich sagen, starten wir gleich rein mit Halbzeit 1. Wir starten den 21. Spieltag mit einem Gladbach, nämlich Florian Neuhaus. Somit führt Gladbach früh mit 1:0 zu Hause gegen Hertha BSC Berlin. Dann Thiago vom FC Bayern München, die Bayern somit 1:0 vorne gegen Schalke. Dann haben wir Luis Holtby für den HSV, zweite Liga. Brauchen wir somit nicht. Und dann, ja, im Abstiegsduell sozusagen, trifft Oliver Fink für Düsseldorf, somit Düsseldorf 1:0 in Führung gegen Stuttgart. Und Augsburg trifft Julian Schieber. Augsburg führt somit mit 1:0 in Bremen. Dann geht es weiter mit Willi Orban für RB Leipzig. Somit 1:0 für Leipzig gegen Frankfurt. Dann haben wir Dominik Kor für Bayer Leverkusen und somit führt Leverkusen mit 1:0 in Mainz. Dann haben wir Fabian Holland für Darmstadt. Das ist aber zweite Liga, brauchen wir somit auch nicht. Dann Daniel Prosinski für Mainz 05. Somit der schnelle Ausgleich. Mainz gegen Leverkusen wieder alles offen. 1:1. Und dann haben wir David Alaba. Das ist ein Starspieler. Eine Starspielerkarte. Und somit Bayern 3:0 vorne gegen Schalke. Ja, ist das schon die Entscheidung in diesem Spiel? Dann im Päckchen vor der Halbzeitpause mit Carlos Salcedo für Frankfurt. Somit Leipzig-Frankfurt, neuer Spielstand 1:1. Dann haben wir Pavel Kaderhabek für Hoffenheim, somit Hoffenheim 1:0 in Dortmund vorne. Dann Azmi Memedi für Wolfsburg, somit Wolfsburg 1:0 in Freiburg vorne. Dann Marvin Bakalors für Hannover 96, somit führt Hannover gegen Nürnberg. Also stand jetzt Nürnberg und Hertha beide hinten 1:0 auswärts. Es wird also dann wahrscheinlich auch oben wieder spannend und es gibt es nicht. James Rodriguez macht vor der Pause tatsächlich das 5:0 für Bayern. Ich weiß nicht, was hier los ist. Auch eine Club 100-Karte gezogen, Matchwinner gezogen. Dann noch eine normale Karte aus Bayern. 5:0 gegen Schalke von ist, glaube ich, die höchste Halbzeitführung in der Geschichte der OHAG-Liga. Und hier sind also die Halbzeitstände nochmal alle im Überblick. Mainz gegen Leverkusen 1:1. Dann Hoffenheim 1:0 gegen Dortmund, stand jetzt vorne. Leipzig-Frankfurt 1:1 zur Pause. Gladbach 1:0 gegen Hertha vorne. Auch Hannover ist zu Hause vorne. 1:0 gegen Nürnberg. Wolfsburg führt 1:0 in Freiburg. Bayern 5:0 gegen Schalke einfach vorne. Also wenn das so weitergeht, dann ja, wird es zweistellig. 1:0 ist Augsburg in Bremen vorne und 1:0 führt Düsseldorf gegen Stuttgart. Also zur Halbzeitpause haben wir also in jedem Spiel bereits ein Tor. Die zweite Halbzeit starten wir mit André Kamaric für Hoffenheim. Somit Hoffenheim legt gegen Dortmund nach 2:0. Also ist Hoffenheim jetzt vorne. Dann Timothy Chandler und auch hier wieder ein Fehldruck. Das gehört sicher, denke ich, hier nicht so. Aber egal, 2:1 führt somit Frankfurt gegen Leipzig. Dann Dennis Zakaria, somit legt Gladbach nach. 2:0 für Gladbach gegen Hertha. Dann Pascal Stenzel macht den Ausgleich in Freiburg. Freiburg-Wolfsburg 1:1. Neuer Spielstand jetzt. Und dann haben wir noch Alfredo Morales für Düsseldorf. Somit Düsseldorf 2:0 vorne gegen Stuttgart. Und jetzt fällt also das 6:0 für Bayern. Mats Hummels tatsächlich mit dem 6. Wahnsinn heute, was Bayern hier abfackelt. Für ein Offensivfeuerwerk. Dann Kevin Volland für Leverkusen, somit Leverkusen die erneute Führung 2:1 gegen Mainz jetzt vorne. Dann 3:0 für Gladbach, Thorgan Hazard trifft zum 13:0 gegen Hertha, die ja Tabellenführer sind und Hertha wird es auch bleiben Tabellenführer. Aber trotzdem 3:0, der Tabellenführer hinten.
Dann Hannover legt nach. Iva Fossum zum 2-0 für Hannover gegen Nürnberg. So ging ja das Spiel im Real Life aus, 2-0. Aber nicht hier in der Hochliga, nämlich Nürnberg macht den Anschlusstreffer zum 1-2 Andrei Petrak. Und somit kann es dann auch schon reingehen in die Schlussphase. Wir beginnen die Schlussphase mit einem Torwart, nämlich Oliver Baumann für Hoffenheim. Zählt natürlich nicht Tor, da erzielen kein Tor, ich sage es in jedem Video. Dann 3-1 für Leverkusen, ich glaube die Vorentscheidung durch Kai Havertz. 3-1 also für Leverkusen jetzt in Mainz. Dann, ja, da kommen nochmal zurück, 1-3 nur noch Niklas Stark, der Torschütze. Dann nochmal ein Torwart, Kuhn Castells für Wolfsburg. Und dann wieder der Lucky Punch für Nürnberg, wie schon letzten Spieltag. Da haben die Nürnberger ja doch ein Last-Minute-Tor 1-0 gewonnen. Und jetzt trifft Sebastian Kerk zum 2-2 Ausgleich gegen Hannover. Und das war es jetzt auch sogar mit diesem Spieltag. Jetzt kommen wir also zur Ergebnisübersicht des 21. Spieltags der OHL-Liga. Bayern fährt den höchsten Saisonsieg ein mit einem 6-0 gegen Schalke. Dann Dortmund verliert zu Hause mit 0-2 gegen Hoffenheim. Leipzig verliert ebenfalls zu Hause mit 1-2 gegen Frankfurt. Gladbach schlägt Tabellenführer Hertha mit 3-1. Ja, Augsburg kommt wieder ein bisschen näher an den 17. ran mit dem 1-0 auswärts in Bremen. Dann Hannover gegen Nürnberg 2-2. Die Nürnberger mal wieder in der letzten Minute noch mit dem Ausgleich. Dann Freiburg gegen Wolfsburg 1-1 unentschieden. Leverkusen schlägt Mainz mit 3-1 und Düsseldorf gewinnt mit 2-0 gegen den VfB Stuttgart. Und jetzt schauen wir uns noch die Tabelle an. Ja, hier ist die Tabelle und Hertha BSC Berlin ist immer noch auf Platz 1. Ja, trotzdem noch durch die Niederlage, aber der Abstand verkleinert sich etwas. Zweiter ist Nürnberg, dritter Bayern. Auf Platz 4 Eintracht Frankfurt, 5. jetzt Borussia Mönchengladbach, die 4 Plätze nach oben springen von der 9 auf die 5. Dann 6. ist Hannover, 7. jetzt Dortmund, auf Platz 8 Werder Bremen, 9. Hoffenheim, 10. Schalke, 11. ist RB Leipzig, 12. Leverkusen Düsseldorf jetzt auf Platz 13, dann auf der 14 Mainz, 15. Freiburg, Wolfsburg erstmals in dieser OHL-Liga-Saison auf dem Relegationsplatz und auf Platz 17 Stuttgart und 18. ist weiterhin Augsburg. Das also die Tabelle nach 21 Spieltagen der OHL-Liga. Aber wir haben ja noch einige Spieltage vor uns, nämlich genau 13 Stück, bis dann der erste OHL-Liga-Meister gekürt wird. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns zum 22. Spieltag wieder. Also bis dann und ciao.